nicht so anerkannt. Und das Problem ist halt, dass sich die meisten Leute, die meisten Ärzte dahingehend einfach nicht weiterbilden. Die kriegen das halt so mitgeteilt, ja. You're ready for this amazing YouTube video? Welcome back to my channel. Today in appropriate footwork. Sag ich schon wieder Footwork. Footwear. What the fuck? Ich habe jetzt gerade die Pro-Shots gemacht für einen Kalum. Ich habe heute eingewogen, ihr habt es gesehen, mit 80,2. Gestriger Tag war brutaler Refeed mit 1000 Gramm Carbs. Und ich wache auf in der Früh und denke mir so, fuck, Alter, was wird das heute? Und es werden wahrscheinlich wieder ziemlich viele Carbs. Ja, dementsprechend, Shots sind dann, Vormittag war produktiv. Ich habe jetzt, wir haben jetzt 8.12 Uhr, ihr habt es mir vorher schon gesehen, wir haben jetzt 8.12 Uhr. Und sind bereits alle Check-ins erledigt, noch nicht alle Nachrichten, aber alle Check-ins. Und ich habe sogar schon einen Call gehabt. Kannst du dir das vorstellen, Pepperoni? Ist Org, oder? Komplett irre. Das heißt für mich jetzt Feedback vom Kalum abwarten, was essen, spazieren gehen, einkaufen gehen, YouTube-Video schneiden, Setup vorbereiten, LTS vorbereiten, Instagram preppen und dann später nehmen wir sie mit ins Beintraining so ein bisschen, oder? Ich habe eigentlich geplant, so ein Q&A zu machen. Das heißt, wir werden zwischendurch immer wieder so eine Frage reinwerfen und diese Frage werde ich dann beantworten. Okay? Geht es okay für die Pepperoni? Also, Grüße gehen raus an die Prinzessin hinter der Kamera. Ja? Schreibt Hashtag Prinzessin hinter der Kamera als Kommentar, unten als Algorithmus-Kommentar und dann sehen und hören wir uns später. Bis bald! Our focus on relaxation besides going into training session and stuff. I think that will provide some benefits for me. But yeah, wish you a great day. Okay, ich habe jetzt gerade das Feedback von Kalum erhalten, beziehungsweise das Update. Und also prinzipiell den Plan, den genauen Plan, könnt ihr auf LTS nachlesen. Ja? Wie gesagt, erster Link unten in der Beschreibung. Dort führe ich meinen Log, dort wird einfach alles dokumentiert. Wir haben heute nochmal einen höheren Tag mit 1000 Carbs, mit 200 Protein und mit 150 Gramm Fats. Das Ziel sollte sein, jetzt mal aus dieser akut vertiegten Situation rauszukommen und dann linear abzubilden. Also wir werden einen linear progressive load into the show reinmachen und dann sollte es, das passt ziemlich gut. Er hat gerade geschrieben, also worst case scenario, I had to give you 7000 calories tomorrow, then we begin linear rebuilds. And we'll see. Er hat gesagt, möglichst viel Entspannung. Das ist jetzt das Ziel. Deswegen, ich werde heute nicht viel mit viel mehr von den Mahlzeiten, werde aber ein Q&A machen. Ich hoffe, ihr enjoyt das Video. Es wird ein sehr, sehr geiles Video. Energielevel sind heute wieder besser. Und ich wünsche euch dabei, wie gesagt, alles, alles Gute. Bis denne. So, ich melde mich jetzt da ganz kurz zu mir und zwar haben wir da als erste Mahlzeit jetzt 80 Gramm Haferflocken mit Heidelbeeren, Peanut Butter und da haben wir 5 Maiswaffeln mit Schinken, hauchfein vom Aldi, ein paar Tomaten, Gurken, Creme und Ketchup. That's it. Ja, first meal going in now. Excited. Yeah. Excited. So, ich bin jetzt zurück vom Einkauf und ich würde mal ganz gerne kurz die Zeit rausnehmen und eine Frage beantworten. Und zwar die Frage nach der Ernährung bei Krankheit, beziehungsweise du liegst jetzt krank im Bett und weißt nicht, wie du dich jetzt weiter ernähren sollst im Hinblick auf ein hypo-, hyper- oder isokalorisches Milieu. Das heißt im Überschuss, im Defizit oder eben auf Maintenance. Und prinzipiell kann man jetzt schon mal sagen, dass wenn du in einem hypokalorischen Milieu bist, das heißt, wenn du weniger isst, als du verbrauchst, auf Diät bist, ja, dann macht es schon Sinn, innerhalb dieser Dieting Phase rauszugehen aus diesem Milieu, weil du willst ja sicherstellen, dass du bestmöglich regenerierst. Ja, und das soll es ja schlussendlich gehen, wenn es jetzt um die Recovery geht von einer Krankheit, ja, von einer Erkältung oder whatever. Das heißt, aus diesem hypokalorischen Milieu raus. Das heißt, hier haben wir jetzt eigentlich noch zwei Optionen. Wir haben ein isokalorisches Milieu und ein hyperkalorisches Milieu. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, was bringt es dir, wenn du jetzt hart im Überschuss bist? Ja, wahrscheinlich nichts. Das heißt, in diesem Fall macht es einfach mega viel Sinn, auf Maintenance zu gehen, beziehungsweise auf ein Calorie Threshold zu gehen, wo man sagt, du hältst dein Gewicht, natürlich angepasst an dein Aktivitätslevel, wenn du den ganzen Tag krank im Bett liegst, wird ein bisschen weniger sein. Aber ganz ehrlich,
ich würde mir darüber nicht so viel Gedanken machen, weil das Ding ist halt trotzdem, in einer Phase, wo du krank bist, willst du möglichst schnell wieder gesund werden, und um möglichst schnell wieder gesund zu werden, ist es einfach sinnvoll, doch irgendwo nach Appetit, nach Wohlbefinden etc. zu essen. Und wenn du über diese Phase ganz leicht im Überschuss bist, obwohl es jetzt am Blatt Papier vielleicht suboptimal ist, ist es wahrscheinlich für dich das Allerbeste. Ja? Das heißt, weniger Gedanken ums Essen machen, mehr Gedanken ums Gesundwerden machen. Ja? Ich hoffe, ihr habt diese Frage jetzt für euch dahingehend super beantwortet. Jetzt werde ich das Video schneiden. Das letzte YouTube-Video. Beste Leben. Gut, also die Melli hat jetzt keinen Plan, was sie da jetzt eigentlich macht oder warum sie filmt oder whatever. Ich würde mir jetzt gerne das hier nehmen. Na, pass auf. Ich mache heute ein Q&A und ich würde gerne auf die nächste Frage eingehen. Und zwar wurde ich gefragt, was denn das beste Pre- und Post-Workout-Meal ist. Das beste Post-Workout-Meal ist. Und es ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage. Ja? Es ist halt mit Pre- und Post-Workout ist es eine sehr, 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 sehr individuelle Geschichte. Ja? Das heißt, jemand kann ein Produkt oder ein Lebensmittel A hernehmen und das Pre essen und kann es erst nicht gut vertragen und das kann ihm Energie liefern oder ihr Energie liefern und kann einfach das Training fuelen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite das Szenario einfach, dass du was isst, was andere Leute vielleicht ganz gut vertragen, irgendwie eine Portion Oats oder sowas. Ganz kann auch phasenabhängig sein, also vom Aufbau oder Diätphase. Und der oder diejenige verträgt das nicht. Ja? Das heißt, einerseits individuell jetzt auf dich bezogen, musst du halt schauen, okay, was funktioniert für die gut und was funktioniert nicht so gut. Und auf der anderen Seite musst du dann halt phasenspezifisch eben, wie schon gesagt, schauen, ist es von Off-Season zu Diät unterschiedlich. Ja, in einer Diät kann ich Oats essen vor dem Training ohne weiteres. Ja. Bloated mich nicht, überhaupt kein Problem. In einer Off-Season jetzt mit 5000 plus Kalorien werde ich nicht vor dem Training direkt Oats essen, weil das bloated mich zu sehr. Ja. Idealerweise ein Protein-Feeding mit 30 bis 40 Gramm Nahrungsprotein, kombiniert mit einer angemessenen Menge an Kohlenhydraten und einer kleinen Menge an Fett, um einfach so diesen Digestion-Prozess ein bisschen zu entschleunigen, ja, damit einfach die Nahrungsaufnahme im Training einfach konstanter ist. Und dann nach dem Training halt Kohlenhydrate, relativ schnell verfügbare und leicht verdauliche Kohlenhydrate und wie gesagt wieder eine gewisse Menge an Protein. Kommt jetzt auch darauf an, okay, wie weit sind diese beiden Mahlzeiten voneinander entfernt? Braucht man wirklich in beiden Mahlzeiten ein Protein-Feeding? Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ja, auch wenn du jetzt ein Intra-Workout trinkst, beispielsweise mit ERAs. Ja. Das heißt, beide Mahlzeiten eher leicht verdaulich, nicht so voluminös. Sie müssen dich persönlich fuelen fürs Training und du musst ja dann schlussendlich performen können. Ich glaube, das ist eigentlich relativ gut zusammengefasst, oder? Ich glaube, mehr gibt es dazu jetzt fast nicht zu sagen. Ich werde mich da jetzt weiter rasieren. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir werden jetzt dann was essen und dann geht es eh schon ins Training. Wir haben heute das großartige Privileg, begleitet zu werden im Training. Freut sich schon? Mhm. Ich habe sogar von Callum das Approval bekommen, eine Kniebeuge zu machen heute. Einfach so for the sake of fun. A few light technique sets. Ich habe die Romaleos ausgepackt. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, wir schauen uns jetzt einfach das weitere Video an. Geben das Label dann in die Wäsche, schmeißen ein B-Epic-Shirt drüber und sehen uns dann beim Essen wieder. Peace! Jetzt sind wir wieder fresh. Wir sind wieder fresh und ready. Fresh and ready. Yeah. Du musst sagen, wann geht. Ich würde nämlich gern sagen, was ich da speise. Wir haben hier Loggenstangen. Ja, die guten alten Loggenstangen. Ja, die gibt es eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise beim Laden. Muss man aufpassen, dass man nicht zu viel isst, weil die natürlich auch Salz drin haben. Gemeinsam mit dem Lachs und so weiter ist es schon ziemlich viel. Also wir haben jetzt da auf diese Mahlzeit 4 Gramm Salz calculated. Genau, also wir haben jetzt da Laugenstangen mit Lachs und mit Creme und mit diesen Schinken. Es ist ganz, ganz wenig, also es ist an 20 Gramm Protein jetzt auf die Mahlzeit. Und haben dann da kleine Salatschüssel auf der Seite. Wir haben Reisbrei, den von Aldi, von Hofer, einfach
ohne Proteinpulver oder sowas, einfach nur mit Heidelbeeren und ein bisschen dunkler Schokolade. Und das werden wir uns jetzt genehmigen. Und in einer Stunde werden wir uns dann auf dem Weg ins Training machen. Wird ziemlich, ziemlich geil. Freue mich. Und ja, das ist Mahlzeit. Gut. Herzlich willkommen im Top Gym Vienna, meine Damen und Herren. Darf euch herzlich begrüßen. Wir werden heute eine Unterkörper-Session durchballern. Also mit wir meine ich die Melli, die reizendste aller Damen hinter der Kamera überhaupt. Und meine Wenigkeit, der Philipp wird filmen. Ja, Grüße gehen raus an Philipp. Ich liebe dich, oder? Wir werden jetzt, dabei wir auf ihn warten, eine Frage beantworten. Und zwar die Frage, dehnst du regelmäßig? Ja? Und dehnen ist ja in aller Munde. Und dementsprechend werden wir, wie ich da jetzt ganz kurz drauf eingehen. Prinzipiell muss man halt sagen, dehnen ist nicht essentiell. Ja? Also egal, wer euch irgendwas erzählt, dehnen ist nicht essentiell. Die Frage ist halt immer, du musst da eine bestimmte Zielsetzung haben, wenn du sowas wie einen Dehn-Approach haben willst. Ja? Ist es jetzt einfach nur das Vergrößern von Range of Motion? Ist es jetzt das Schmerzfreiwerden vielleicht, was sich viele Leute dann einbilden? Oder ist es hat einen anderen Grund? Ja? Und Dehnen kann jetzt nichts machen, was andere Modalitäten nicht auch bzw. besser können. Ja? Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich will dehnen, um meine Kniebeuge zu verbessern, ja, dann ist es besser, wenn ich eine Kniebeuge mache. Und zwar oft und unter verschiedensten Umständen. Ja? Mit verschiedensten Variationen, mit verschiedensten Beinstellungen, whatever. Ja? Super, super, super wichtig. Und wenn es jetzt um Schmerzfreiheit geht, dann spielt einfach das Managen der Belastungskapazität eine riesengroße Rolle. Das heißt, dehnen per se, nein, ich dehne nicht regelmäßig. Ich erhalte und verbessere meine Range of Motion mit spezifischen Übungen aus dem Bereich, wo ich es brauche, nämlich jetzt aus dem Bodybuilding, aus dem Kraftsport. Und that's it. Habe ich das eigentlich jetzt concise beantwortet? So. Kann man das so lassen. Stabil. Gut. Das heißt, wir warten jetzt dann noch auf den Philipp und dann geht's los mit dem Unterkörpertraining. Eigentlich hast du jetzt nicht beantwortet, ob du regelmäßig dehnst. Achso, nein, Ideen gar nicht. Ne? Ideen gar nicht. Also nada, niente. Also wirklich gar nicht. Dehni? Nein. Ich habe eine Zeit lang gedehnt. Aber einfach nur aus Spaß am Dehnen. Ja? Ist aber, wenn man natürlich dann viel zu tun hat und so, muss man zeiteffizient denken. Und wenn ich jetzt sage, ich will mein Range of Motion in der Kniebeuge verbessern, das ist ganz lustig, weil wir heute folgen werden, ja, da werde ich mich vorher auch ein bisschen in der Kniebeugeposition reinsetzen. Da will ich mich dann Goblet Squat spielen, ja, einfach mal um zu schauen, wie fühlt sich die Bewegung so an, wie komme ich rein, etc. pp. Aber ich muss jetzt nicht meine Hüftbeuger dehnen oder meine Quads dehnen, damit ich in eine gute Kniebeugeposition komme. Ich hoffe, das ist klar und ich hoffe, dieser Punkt, den ich verdeutlichen wollte, der ist gut rübergekommen. Genau. In diesem Sinne, bis gleich und viel Spaß beim Training. Gut, einen wunderschönen guten Tag jetzt nochmal an dieser Stelle. Ich meine, wir haben eh schon ein bisschen geredet. Ich mache heute übrigens so ein Q&A auch. Ja? Das heißt, wir zwischendurch immer so ein, zwei Fragen reinwerfen, die ich dann beantworte. Aber auf alle Fälle haben wir jetzt Beintraining, Melli und ich. Hammer Strength Adductor. Machen hier zwei Sätze, einen Satz mit Top Hold mit 8 bis 12 Wiederholungen, einen Satz mit Bottom Hold oder mit Hold in der Stretched Position für 10 bis 15 Reps. Schauen wir mal, wo wir gewichtstechnisch landen. Auf alle Fälle jetzt hier First Exercise Adductors und wie gesagt, wir haben heute eine Specialty und zwar haben wir die Beuge heute im Start. Also, ich freue mich echt schon. Ich habe meine Romaleos eingepackt. Schauen wir mal, was passiert heute. Ich habe vor der Melli schon gesagt, bevor du gekommen bist, bin ich am WC gewesen. Dann haben wir so die Hose runtergezogen. Ja, also die Hose runtergezogen, dann habe ich aufs WC gesetzt und auf einmal so die ganzen Beine durchzogen von Adern. Das hat so crazy ausgeschaut. Also jetzt bei den Carbs ankommen in dem Lean State, ich bin wirklich sehr excited. Sehr, sehr excited. Ja, da habe ich einen Punkt nochmal. Ziemlich häufiges Problem bei Adductors. Oder was man eben häufig sieht im Studio, ist, dass die Bewegungseinleitung nicht wirklich mit Intent erfolgt. Ja. Was die Melli jetzt beispielsweise auch macht, wenn sie sich dann in die Maschine reinsetzt, sie hat jetzt ihre Knie
logischerweise hier am Brett angelegt. Und das Ziel sollte zu jedem einzelnen Zeitpunkt sein, über die Knie die Bewegung nach innen zu führen. Ja? Deswegen finde ich es bei der Maschine ganz geil, dass die Füße vorne frei hängen, weil so mit Kunststück in die Person kennst du die Maschinen, wo du die Füße abstellst. Gell? Mhm. Die Leute stellen die Füße ab und bewegen dieses Gewicht einfach nur mit den Füßen. So sollst du das dann fly machen und einfach nur vorne die Hände zusammenführen. Ist einfach nicht der Intent, den wir haben wollen für jetzt eine Hip Adduction. Ja? Das heißt, hier mal schauen, Bewegung über die Knie anleiten, Stabilität kreieren, Knie zusammenführen und Adduktoren kontrahieren. Perfekte Musik. Jetzt bin ich heute ohne Musik. Fangst du eigentlich absichtlich mit Adduktoren an und nicht mit Grundübungen, oder? Ja. Gerade heute habe ich ein Video bearbeitet, wo ich im VoiceOver erklärt habe, warum. Perfekt. Also, letztes Video abchecken. Wie gesagt, mit Hold in a Contracted Position, das heißt hier machen wir die letzte Rep Forced bzw. Assistance, das waren jetzt 8 plus 1 und im Backoff gibt es noch 2 Rep-Hashes hinterher. Und Partials. Jetzt gehen wir über zu Gym 80 Lying Leg Curl. Jetzt auf alle Fälle zwei Sets Lying Leg Curls. Wir werden es da ähnlich approachen wie beim Adduktoren.
Das heißt, erster Satz mit einem Hold in a contracted position und den zweiten Satz dann mit Continuous Reps, einfach um das jeweilige Widerstandsprofil, das uns gerade bestmöglich zur Verfügung steht, voll auszureizen. Beste Leben. The Bill. One more. Mit und ohne Musik trainieren. Ich meine, das selber nicht wirklich vorstellen können. Ich muss aber sagen, es gibt Phasen, also in einer Prep, wo du einfach diese Ruhe brauchst. Es gibt Tage, da brauche ich Hardcore Vollgas, also wirklich crazy Musik so, um mir aufzuhalten. Dann gibt es Tage, da habe ich eine chillige Session. Das heißt aber nicht, dass die Session chillig ist, das heißt unproduktiv, sondern einfach, ich gehe mit einem anderen Mindset in die Session rein. So eine Session ist halt heute. Ja? Das heißt nicht, dass die Session schlecht ist oder unproduktiv oder whatever. Das heißt einfach, dass ich sie ein wenig ruhiger angehe. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Das war auch etwas, was ich jetzt in der Prep erst so gemerkt habe, dass es sowas gibt. Und dass ich so auch gut performen kann. Ist wirklich so. Ist jetzt super lieb, dass du fragst. Man muss dazu sagen, ich mache heute das Q&A. Eine Frage war, was ich Intra-Workout trinke. Und das ist jetzt nicht das, was ich normalerweise Intra-Workout trinke. Also das ist tatsächlich Crank Pump mit Elektrolytpulver, Taurin und Kreatin. Das ist jetzt nicht das, was ich normalerweise Intra-Workout trinken würde. Ich trinke was anderes Intra-Workout. Aber ich mache jetzt erst einen Satz Lying Leg Curls und dann sprechen wir darüber, was ich für Intra-Workout hernehme, beziehungsweise was ich generell empfehlen würde. Okay? Ist damit einverstanden, Philipp? Passt, definitiv. Passt, perfekt. Also im Grunde genommen besteht ein effektives Intra-Workout aus drei Komponenten. Das erste ist das Sicherstellen einer Kohlenhydratzufuhr. Das zweite ist das Sicherstellen einer Proteinzufuhr. Und das dritte ist das Sicherstellen einer Elektrolytzufuhr. Kohlenhydratzufuhr, entweder Maltodextrin oder Clusterdextrin. Wobei man sagen muss, dass in den meisten Fällen Maltodextrin vollkommen ausreichend ist. Ist billiger, effizienter, macht einfach Sinn. Ja, wenn du abstruse Mengen konsumierst, so wie ich in der Off-Season 100 Gramm aufwärts, kann Clusterdextrin Sinn machen.
von der Verdaulichkeit her. Ansonsten mal zu extrem. Ja, das Erste. Das Zweite ist das Sicherstellen von der Eiweißzufuhr. Und da empfehle ich ganz einfach irgendein Clearway, ein Isolat oder EAAs. Ja, kann man jetzt nehmen, was man will. So, ja, zum ESN die EAAs nehmen oder das Isoclear oder keine Ahnung was. Oder nimmst halt irgendein Isolat. Ja. Jetzt machen wir nochmal einen Satz Extension, dann gehen wir weiter zu den Elektrolyten. Sachen wieder einstellen bei der Leg Extension. Du willst, dass das Knie ungefähr auf Höhe ist von dieser Drehachse hier. Sonst fühlt es sich einfach beschissen an. Electrolytes, ja, ihr könnt da irgendein Elektrolytpulver nehmen. Ich habe jetzt beispielsweise das von Bulk, glaube ich, oder von MyProtein. Elektrolytpulver, da ein Gramm rein. Und was ich den Leuten empfehlen würde, die öfter mal auch so Krämpfe haben im Training, Taurin. Ja. Taurin in der Range von 1 bis 4 Gramm dosiert. Bei Leuten, die wirklich viel Krämpfe haben, das hier ist sogar über einen Tag mit 3 bis 7 Gramm teilweise. Ja, kannst du machen. Und was in Intra noch drin ist, bei mir ist halt Kreatin, aber einfach der Einfachheit halber, damit ich nicht drauf vergesse. Und das ist eigentlich mein Intra-Workout. Und das würde ich dir auch empfehlen. Ist deins auch so ähnlich? Ich habe EAAs, Citrullin, Kreatin. Stabil. Citrullin kann man auch mit reinnehmen. Habe jetzt lieber ein Pre. So, frage ich mich, wie man es so macht. Ja, wir bleiben jetzt. Ab! Na, scheiße, jetzt gehen wir weiter. Hey!
Leg Extension ist jetzt done. Gehen wir jetzt dann zu Kniebeugen über. Da werde ich jetzt ein bisschen mehr Aufwärmarbeit brauchen, glaube ich. Ah, ich freue mich. Weil ich schon so lange in keiner Kniebeugeposition mehr. Shape-Updates kommen nicht mehr so drauf. What the fuck? Ja. Ich tue mir die erste Scheibe so rauf und dann alles normal. Shape-Updates kommen nicht mehr so rauf. Bei kalibrierter Scheiben kommt die erste verkehrt rauf und dann alle mit der Schrift nach innen. Können nicht alle so? Na. Okay. Was war das, oder? Was war los? Das Gefühl, ich kann keine Stabilität aufbauen. Barberoni! Barberoni! Geh mal auf die Heck! Du sagst, wenn du ready bist. Philipp, ich muss da hin. Fuck! Super Katastrophe. 100 Kilo haben sie angefühlt wie 190. Deswegen jetzt hier zwei Sätze ballern ohne Band heute. Und dann gehen wir über auf die rote Leg Press und dann sind wir eigentlich mit Unterkörper schon durch. Deswegen jetzt hier langsam hocharbeiten. Ich weiß nicht, was machst du da ohne Band? Du machst die ohne Band, oder? 170. Ohne Band. Das sind wie viel? 170 Kilo? Ja. Das sind wie viel Kilo? Ich rechne immer Plates pro Seite. Boah, 320er pro Seite und eine 25er. Boah, das ist schwer. Fuck. Pure Gönnung. Das ist voll krass, wenn du kaust, weil du so wenig KFA hast, sieht man deinen Muskel. Schon ziemlich schwer. Also schon ziemlich schwer.
Aber gut. Ist jetzt so. 2 Wochen vor der letzten Show. Du naschst zu viel. Bist du überhaupt noch Prep? Berechtigte Frage. Push. Sehr schön. Erledigt. Wir machen jetzt da einen Satz an der Beinpresse. Das Brutale an der Beinpresse ist, du brauchst jetzt kein Band, dass sie nach oben hin schwerer wird. Ja. Das heißt, du hast da eine Leg Press mit einem angepassten Widerstandsprofil, ans Kraftprofil vom Körper. Deswegen finde ich ziemlich cool. Und die werden wir jetzt rinsen. One set, all out. Soll ich was runterziehen? Alles gut. Bleibst einfach oben jetzt. Du bleibst einfach oben jetzt, oder? Push. Komm, komm, komm. Go! Sehr schön. Push. Komm, 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 den hast du. Fuck, Alter. Ah. Machen wir noch an. Fuck, Alter. Thank you.
Kusch. Push, push, push. Okay. Keine Ahnung, was das war. Aber es war trotzdem irgendwo stimulativ. Ziehen wir jetzt mit der Unterkörperoperation durch. War ganz gut. Ja. Stabil. Und jetzt gehen wir dann zu Rücken über. A-Übung unilateral für die vertikalen Fassungen von Latissimus. Dann noch eine Rudervariante meiner Wahl, genau. Die von Gym 80 machen. Genau. Den gehen wir jetzt einfach mal rein, schauen wir uns das an. First Exercise Single Arm Pull-Down. First Working Set, du kennst die Übung aus nahezu jedem YouTube-Video von mir. Beste Leben, vertikale Fasern vom Latissimus. Let's do it. Hier zwei Sätze ebenfalls. Schauen, wie sich das anfühlt jetzt. Und ja, dann war es eigentlich schon mit dem heutigen Training, mit der Rückenportion. Und diese vier Sätze Rücken reichen jetzt alle tief zum Pull Day vollkommen aus. Für eine ganzheitliche Stimulation. Ja. Nur ein bisschen fein adjustieren. Gut, wir haben jetzt da zwei Sätze Rows. Wie gesagt, und dann sind wir eigentlich schon. Achso, mach schnell noch einen Satz. Und dann sind wir eigentlich schon mit der heutigen Session durch. Wie gesagt, Philipp, es war mir eine Ehre, dass du gefilmt hast. Es war wieder ausgezeichnet, auch wenn die Session ein bisschen weird war. Teilweise so unmenschlich weak war, weil die Beuge so scheiße war, aber es war, wie gesagt, es war vollkommen okay für eine Session, 2 weeks out jetzt. Und ja, schauen wir einfach, was jetzt noch passiert. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt, ich bedanke mich dafür, dass ihr hier dabei wart. Wir sehen uns dann daheim vielleicht noch bei einem Meal oder so, aber es gibt im Endeffekt nicht mehr viel, es gibt noch ein bisschen Milchreis, ein bisschen Airfryer, Potatoes und schauen wir uns das Ganze an, was da vorgeht. Und wie gesagt, danke vielmals fürs Zuschauen dabei, gebt's Gas, passt auf euch auf. Folgt den Philipp auf Instagram, sehr, sehr guter Content. Folgt den Top Gym auf Instagram, folgt Top Gym überall. Kommt vorbei und ja, wünsche euch dabei noch einen wunderschönen Tag. Jetzt filmen wir noch die zwei Sätze Ruder und dann sind wir durch.
So, wir haben jetzt hier ein richtiges Festmahl. Wir haben Maiswaffeln mit Lachs und ein bisschen Schinken. Wir haben hier eine große Portion Milchreis. Schaut jetzt nicht so aus, aber ist eine große Portion Milchreis. Dann haben wir hier Potatoes. Ja, Hot Potato. Und dann haben wir da noch ein kleines Schüssel Salat. Ja, that's it. Das ist jetzt das Post-Workout zum Refueln von Body. Und ja, that's it. So gutes Post-Workout. Ich freue mich jetzt drauf. Geh mal raus. Kannst schon viel mehr wie immer rausgehen. Mache ich gerade. Passt. Das ist nämlich episch. Einfach das Handy wegschmissen. Gut. Können wir mal bitte ganz kurz eine Minute. Eine Minute ist vielleicht ein bisschen lang. Können wir eine Sekunde appreciaten, wie cool meine Schuhe wieder sind. Beste Leben. Einfach beste Leben. Gut, ich möchte das Video an dieser Stelle jetzt abschließen. Wir haben ja jetzt den 1. Oktober. Wir haben den 2. Oktober tatsächlich. Und wir haben heute den 3. Tag mit 1000 Gramm Kohlenhydraten. Es ist wirklich irre. Callum hat gesagt, basierend auf dem Look, und ich habe jetzt gerade Bilder herausgemacht. Ja, ich werde die Bilder da einblenden. Ja, so seit 30 und so ist richtig, richtig gut. Basierend auf dem Look haben wir jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich kein Fett mehr zu verlieren, und wir haben jetzt eigentlich schon relativ gute Details hier wieder an den Glutes. Wir haben die Quads jetzt ordentlich frei bekommen. Die Midsection, die Melli auch gesagt, schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, perfekt. Und deswegen heute der 3. Tag mit 1000 Gramm Kohlenhydraten. Ja, ich bin gespannt. Ansonsten, Callum hat wieder gesagt, heute nur chillen. Es gibt heute kein Sympathetic Drive. Es gibt nur coole Labereien. Es gibt heute einen ATS-Call. Es gibt ja spannende Dinge. Auf jeden Fall würde ich jetzt gern dieses Outro noch nutzen, um eine Frage zu beantworten. Aus dem Q&A die letzte Frage. Und zwar die Frage nach dem Vorteil von Focus Days. Also wenn du zum Beispiel diese zwei Leg Days die Woche hast, das ist ein Quad Focus Day und ein Hamstring Focus Day. Und der Name an sich sagt eigentlich schon einen Vorteil, oder? Baroni, was sagst du? Wenn wir jetzt einen Quad Focus Day haben, haben wir einfach eine Möglichkeit, uns spezifischer auf eine Muskelgruppe zu fokussieren gegenüber jetzt einem kompletten Leg Day. Angenommen, du gehst her und hast jetzt am Leg Day dein Leg Curl, der Leg Press, dein RDL und du hast, oder von mir sogar der Kniebeuge und dein RDL, und dann hast du deinen Beinstrecker. Ja, dann hast du immer Hamstring Squats und ich gehe auch lieber her und sage, wenn ich jetzt beispielsweise zwei Leg Days habe und ihr am Pull Day meinen Hip-Hinschnitt macht, dass ihr an einem Leg Day ihr die Posterior Chain Focus, ja, mit RDL und mit maybe ein Glute Drive und Seated Leg Curls und whatever, und am anderen Tag gehe ich her und mache den Tag eher Quad Focus und kann mich so voll auf diese eine Muskelgruppe fokussieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich die andere komplett vernachlässige oder komplett außen vor lasse, sondern das heißt im Grunde genommen einfach nur, dass ich mit den unterschiedlichen Focus Days unterschiedliche Muskelgruppen betonen will im Zuge von diesem generellen Mikro- oder Mesozyklus-Setup. Ja, genau. Und das ist im Prinzip der Vorteil. Und es gibt beide Möglichkeiten. Ja, es kommt immer darauf an, wie so der generelle Programmstruktur ausschaut. Hat alles, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt vielmals fürs Zusehen und Zuhören und fürs Enjoyen dieses Videos. Wenn ihr mehr zu der Prep jetzt noch wissen wollt, wahrscheinlich ist das jetzt eh schon länger her, ich bin mit den Videos soweit im Voraus, aber checkt unbedingt den Lift the Standard Log ab, auch wenn es jetzt dann in die Off-Season geht, wird sehr, sehr interessant, weil jetzt eine Gesundheitsphase dann ansteht nach der Prep, wo wir dann auch mit Wachstumshormonen das erste Mal arbeiten werden, unter anderem. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nur noch viel zu sagen. Baroni, sagt noch irgendwas. Irgendein Wort. Stabil. 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 Und bis zum nächsten Mal.